Herzlich willkommen bei der Lichtbildmanufaktur. Mein Name ist Stefan Holtmeier und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, worum geht's heute? Reduziert euch. Es geht um das, wie ich finde, top aktuelle Thema Fotorucksack. Und was es damit heute auf sich hat, das erzähle ich euch jetzt. Zum Thema Fotorucksack grundsätzlich wird es in Kürze noch ein Video geben. Das seht ihr ja schon in den Ankündigungen. Das ist schon abgedreht, steht auch schon online, wann es dann auch gesendet wird. Heute geht es auch um das Thema Fotorucksack, explizit um das Thema reduziert euch, wenn ihr auf Fotoreisen geht. Was ist der Hintergrund? In den letzten Wochen habe ich wieder so einige Videos gesehen hier auf YouTube von irgendeinem neuen Rucksack irgendeines Herstellers, der natürlich noch besser ist, noch leichter, noch praktischer und was auch immer. Das Komische ist, wenn ich das Ding dann sehe, wie die zwei diesen bis jetzt vorgestellt haben, auf dem Rücken tragen, dann denke ich mir, die tragen ihre ganze Fotoausrüstung spazieren. Und die Herausforderung für mich ist, dass in Kürze, und wenn ihr dieses Video seht, bin ich vielleicht schon unterwegs, dass ich in Kürze nochmal eine Woche oben im hohen Norden unterwegs bin, an der See, am Meer unter anderem, und ich diese Woche aber nicht mit dem Auto machen werde, sondern mit dem Zug und ÖPNV. Warum? Weil ich glaube, es kommt nicht auf das vor sich hertragen des Themas Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Energiesparen an, sondern dass man es in der Praxis tut. Und das mache ich schon sehr, sehr lange, egal ob es das Thema Photovoltaik ist oder auch andere Dinge. Aber das ist ein anderes Thema. Also, ich werde mit dem Zug anreisen, vor Ort mit dem ÖPNV unterwegs sein. Bedeutet, ich werde ganz klar nur einen Rucksack dabei haben. Den Rucksack zeige ich euch gleich. Ist allerdings keine Werbung, sondern ich will euch einfach nur zeigen, dass man für eine Woche Fototour, Fotourlaub, Fotoreportage, wie immer ihr das nennen wollt, vom Gepäck her so unterwegs sein kann, dass die Fotoausrüstung und das restliche Gepäck in einen Rucksack passt. Und dann sind wir beim Thema Fotoausrüstung. Ich werde sehr / relativ minimalistisch unterwegs sein. Warum, das kann ich euch auch sagen, weil ich in den letzten Urlauben, bei den letzten Fotoreportagen und Fototrips immer wieder festgestellt habe, dass ich viel zu viel mit habe, und deswegen habe ich das jetzt mal konsequent für mich runtergestrichen. Was nehme ich mit? Das zeige ich euch jetzt konkret. Ich nehme mit die Sony Alpha A6700. Habe mich also für das APS-C-Format entschieden diesmal, werde keine Kleinbild-Vollformat-Kamera mitnehmen. Ich nehme ein immer drauf Objektiv mit, das ist das Tamron 18 bis 300 mm. Wie gesagt, als immer drauf Objektiv, mit dem ich für solche Touren in der Vergangenheit immer sehr, sehr zufrieden war. Für das Thema Weitwinkel-Langzeitbelichtung nehme ich das Sony 10 bis 20 mm G4.0 mit. Des Weiteren nehme ich mit die DJI Osmo Pocket 3, die DJI Neo. Und jetzt kommt's, ich nehme noch nicht mal ein klassisches Reisestativ mit, weil das ist mir echt mittlerweile zu viel und ich brauche es nicht. Ich habe hier so ein ganz kleines Stativ, das man, glaube ich, so ungefähr zu einem halben Meter, 45 Zentimeter, was auch immer, komplett ausfahren kann. Also das war jetzt übertrieben, vielleicht so. Das habe ich dabei. Wenn ich damit nicht auskomme, habe ich das hier dabei, das man ja aufgrund des Materials überall befestigen kann. Also insofern kein klassisches Stativ, kein Reisestativ, und ich nehme noch eine Halterung mit fürs Smartphone, wenn ich Langzeitbelichtung oder andere Spielereien mit dem Smartphone machen werde. Das ist es, Freunde. Mehr nehme ich nicht mit. Und
Ich werde mir beweisen und hoffentlich euch auch, dass man tatsächlich nicht mehr braucht. Also ich habe keine Filter dabei, keine anderen Objektive, keine Festbrennweiten und, sondern wirklich nur ein Reisezoom 18-300 Meter, Millimeter, Meter. 300 Millimeter komme damit ja durch den Crop-Faktor so auf 450 Millimeter und wie gesagt, nehme ein Weitwinkelobjektiv mit. Ja, Punkt. Genau. Jetzt wollt ihr sicherlich noch den Rucksack sehen, den ich mitnehme, wo also wirklich die Fotoausrüstung, die ihr gerade gesehen habt, drin ist und auch mein übriges Gepäck. Und den zeige ich euch jetzt gleich noch auf dem Foto. Wie gesagt, das ist nichts Teures, da geht alles rein, was ich brauche. In diesem Sinne, wirklich meine Aufforderung, probiert es einfach mal aus, reduziert euch. Denn ich glaube, wir schleppen immer viel zu viel mit und brauchen es eigentlich gar nicht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Geht raus, macht Fotos. Euer Stefan von der Lichtbildmanufaktur.